Moin, Gesanja, hoffe euch geht's gut, Hauptsache auf. Kleiner Einspieler heute und dieses Mal seht ihr mich sogar. Wie kommt's? Ich kann es euch sagen, ich habe gestern die wohl krasseste Among Us-Runde meines Lebens gespielt. Actually, no cap, das ist kein Clickbait. Ich war Lover mit Flask und in der Runde ist einfach alles passiert. Als ich die Runde gespielt habe, ich war voller Euphorie und es ist super viel in meinem Kopf vorgegangen, aber ich habe unglaublich wenig kommentiert. Das ist mir im Nachgang aufgefallen, als ich mir meinen eigenen Pass Broadcast nochmal angeguckt habe. Und deswegen machen wir heute so eine kleine Sonderlocke. Und zwar werde ich heute an einigen Stellen meinen Gedankengang schildern, per Voice-Kommentar. Ne? Einfach nur, weil das für mich, glaube ich, relativ wichtig war. Ich habe mir gestern meinen Pass Broadcast angeguckt und habe mir gedacht, okay, was ist meine Reaktion? Bin ich tot? Lebe ich noch? Und demnach habe ich gedacht, okay, ich schildere euch so ein bisschen meine Gedankengänge. Ich gebe euch so ein bisschen Commentary mit der Runde, was passiert ist, wo ich dran gedacht habe, was eventuell der Zuschauer nicht gesehen hat und welche Möglichkeiten sich noch in meinem Kopf, ja, sag ich jetzt mal, aufgetan haben. Leute, ich würde mich dieses Mal wirklich sehr, erstens über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo freuen, und natürlich um Kommentar. Wenn ihr auch sagt, boah, Han, das war wirklich die krasseste Runde. Schreibt es mal in die Kommentare. Würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, wir gucken uns die Runde einfach mal an. Let's fucking go. Oh mein Gott. Oh nee. Oh nee. Oh, come on. Ich bin so gefickt. Wenn Flesk jetzt direkt erst. Also. Nee, come on. Oh Mann. Da kommen wir direkt zum ersten Kommentar, was ich eventuell beginnen soll. Ich finde es unglaublich schwierig, als Lover einen Win zu holen. Also unabhängig jetzt davon, mit wem ich halt Lover werde, weil man ist halt doppelt anfällig, ne? Du kannst sterben, aber auch dein, ja, Lover kann sterben und demnach finde ich das halt besonders schwierig, hier einen Win zu holen. Da gehen wir mal weiter. Uiuiuiui. Nur Eier hat, schießt jetzt auf Flesk. Nee, nee. Ja, ich bin's, ich geb's zu. Oh mein Gott! Okay. Zwei Oh Leute. mein Gott. Jeff liegt ungefähr rechts, ein bisschen weiter rechts neben dem Vent unter Comms. Also zwischen Comms und Admin. Unterkommen. Ich wollte gerade Weapons rein, hatte den Report-Button und bin nochmal aus der Tür raus und dann bin ich hochgelaufen und hab den Buddy gesehen. Relativ sicher, dass es ein Lava-Kill war. Ich war Lifeline, da war niemand tot. Bin Swipe-Card machen gegangen, laufe wieder rüber und beide sind tot. Okay, komisch. Timid war auf der linken Seite, Hahn war auf der Ja, da linken waren Seite. ganz viele. Die haben den Lumi auch, Lumi-Heal, oder? glaube ich, nicht gemacht. Ich war auch Menti links, ja. war auch links, ich bin auch links gewesen. Chantau war links. Ja, aber den habe ich irgendwann aus Und dem Augen ich kam verloren. ja auch von Und links. du Also bist die, auch links genau, die würde ich gewesen, hier ja. rausnehmen. Lumi, Hahn, Also, Franz. Timid Timid. und Wen habt Chantau. ihr, wen habt ihr Shushu gefunden auch, gehabt? oder was? Ich war auch, ich bin Die von oben durchgelaufen. haben Ich war Shushu auch. gefunden. Ich bin am Oder ist er ganz Blödel. Wen easy hast du eigentlich? gefunden? Dann haben wir Wen entweder hast du Blaze, gefunden? Tim Horus oder Bart, richtig? Ich Wen hast du habe gefunden? Jeff gefunden. Ich war Okay. anfangs AFK im Dropship, da stand irgendwer hinter mir und bin danach sofort zur Lifeline gelaufen, rechts rum. Da hat mich Flesk auch bei der Pylone gesehen. Yes. Theoretisch. Dann Genau. kannst du nur die Kackschokobete sein. Nee, kann's nicht, weil ich Wir wissen ja nicht, dass Opa bei ihr vorbeigelaufen gestorben bin. Ich ist. bin an Ach stimmt, das Tim hätte ja auch eingeholt, Horus aber ich dachte vorbeigelaufen. Ich bin an Lava-Kill. Tim Horus in Lab Ja. vorbeigelaufen. Ja, Dann habe stimmt. ich den, dann habe ich dieses komische Scheiß-Teleskop gemacht. Ich stehe jetzt im Eingang von Ist so Specimen. Ihr könnt aggressiv. mir gar nichts. Lass Nee, mal Je weißt nachdem. du, Hey Tim Leute, Horus hat irgendjemand war Opa nicht. Bayer gesehen? Können wir ein bisschen. Sorry, können wir ein bisschen mehr Liebe in die ganze Ja, Gruppe müssen wir ein bringen? bisschen Tempo Nein. rausnehmen gerade. Ja, genau. Ich vote Tim Horus jetzt aus Liebe. Ich bin jetzt zum Okay. ersten Mal dabei hier Okay, in den Runden. Prost. Jetzt wird hier nicht Liebe. Jetzt ist ja Was? Hass. Ihr wird ihr nicht Liebe? Okay. Jetzt wird hier nicht Deswegen. Liebe. Hat Bruder Rot ist. irgendjemand gesehen, wo Oberbayer hingelaufen Ich ist? Weil beschütze links war ja 20. nicht, Nicht oder? auf die linke Seite. Ich habe jetzt Dann Shushu muss. geblutet, weil es ein Baitkill Der war. links war er Was? gar nicht. Ein Baitkill, das. Nee, Shushu hat sich nicht auf die Leiche teleportiert. Ich Sie war bin wirklich von an der links. Tür und ist dann Franz war erst zur hinter Leiche. mir. Ja. Okay, dann haben wir ganz viele safe eigentlich. Ja, also wir Shushu, haben. Franz, Lumi, Hahn. Das Naja, Ding aber im Moment, Chantau habe ich am Ende nicht mehr gesehen. Wir wissen ja nicht, Ja, ob für beide Oberbayer Kills. nicht vielleicht Aber oben, ob er nein, kämpft nicht für für beide Junge, du hast ja Kills. auch Es einfach kann nicht nicht für zu, ne? beide Kills sein, weil Ja, es es tut kann mir leid. Lava-Kill sein, wenn Oberbayer getötet wurde. Kann es ja trotzdem sein, dass irgendeiner von denen, die links waren, trotzdem noch Impostor ist. Ja, Das ist und wahr. richtig. trotzdem kriegen weder Fless noch Bart Votes, sondern nur Tim. Noch ich. Nur Weil ich ich. nicht bin, Ja, nein, ich. Leute, Normaler wissen. Crewmate, ich bin normaler Crewmate. Macht echt Fun, sich aufzuregen. Alles Tina. Eieieiei. That's fucking bad for me.
Desk ist am Server, not sure. Oh, Cam ist richtig. Ja. Sehr schön. Die Katze ist tot. Das war ein Bettel. Bettel. Das Ding ist, ich bin gerade von der Affe losgelaufen. Da war die Kamera noch an. Ich bin gerade am Stein angekommen. Kamera aus, Report. Kamera aus. Das war auf jeden Fall kein Baitkill und ich habe auch jemanden, der das bezeugen kann. Jemand ist gerade links über der Kamera in Wände reingehüpft. Und das war wer? Lumenti, was? Ich weiß nicht mehr. Ich wollte einen Spruch bringen, aber ich weiß nicht mehr, was drin ist. Es ist eine Ananas gewesen. Ich bin mit Hahn und Franz zusammen Lichtfixen gewesen. Franz ist nach links weggelaufen. Chantau kommt von unten, ich und Hahn laufen zur Kamera rüber. Franz liegt tot in der Kamera drin und Chantau ist gerade über Electrical Invent reingehüpft. Ich bin im Lab, also wir haben einen Morphling drin. Ja, Hahn ist nicht der Morphling. Für den Kill kann ich Tim rausnehmen. That's it. Ich kann Lumenti rausnehmen. Komplett. Ich kann gar keinen rausnehmen. Ich kann die Tür unten links Willst du auch was sagen, oder? Arturo rausnehmen. Hahn hat keinen Bock mehr. Hä? Ach, du redest mit mir? Ja, ja, ist alles richtig. Hahn, du bist mute. Ja, er bestätigt mich. Ja, nee, ist richtig. Also das mit Lights, und dann ist er halt nach links gelaufen, keine Ahnung, was da passiert ist, und dann bin ich halt rechts raus. Also könnte ein Self-Report sein, glaube ich nicht. Weil wäre schon ziemlich dreist. Aber es ist ja... Hey, warte mal, du sagst, Chantau ist in den Wind geschwungen, und dann... Ja, kann auch sein, dass sie sich gerade ich habe gerade gesagt, dass sie im Lab sind. Wir haben eine Morphling drin, Timmit. Hat dich irgendjemand Lab gesehen, Chantal? Kann man so schnell morphen? Am Anfang der Runde? Naja, ich denke, das war ein Baitkill und vielleicht probiert einfach irgendwas zu finden. Okay. Ich frage mich tatsächlich gerade, wieso Hahn meine Story nicht bestätigt, weil Hahn stand gerade neben mir und ist nicht rechts rausgelaufen. Hahn? Das stimmt nicht, nein, ich bin wirklich rechts rausgelaufen. Doch. Also, ja, auf jeden Fall in Range, um genau zu sehen, was da passiert. Nee, Hahn ist vielleicht dann der zweite Imposter und hat einfach den... Nee. Aber warum sollte er mich einfach raus... Also wenn wir beide Imposter sind, wieso sollte er mich... Vielleicht also er könnte zweiter Imposter... Ey, das ist... Es könnte wild. Doch Hahn und Chantau sein und Hahn möchte einfach nur seinen Imposter mit safen. Ja, genau, das ist es. Ja. Ich bin geworden, dass er nicht gerade... Endlich habe ich die Wahrheit gesagt. Also ja, ich war unten links vor O2, die Tür. Ich knall Shanti weg. So. Ja, hier muss ich definitiv einen Kommentar zu lassen, weil das war, glaube ich, die Stelle gestern, wo die meisten Leute ein Fragezeichen hatten. Und zwar habe ich hier Fles kein Alibi gegeben, aus zwei Gründen. Erstens, ich finde es manchmal ein bisschen sehr offensichtlich, wenn Lover sich gegenseitig covern. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich habe es nicht gesehen, habe ihm da kein Alibi gegeben. So spiele ich halt Lover, weil, keine Ahnung, ist halt... Ich mache es halt nicht so offensichtlich. Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2. Ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht hundertprozentig, ob er Imposter ist und dann self-reported hat oder, wie er schon gesagt hat, wirklich Chantau den Kill hat machen sehen und dann in Wend springen sehen. Da war ich mir bis zu dem Zeitpunkt nicht hundertprozentig sicher und deswegen habe ich gesagt, ich weiß es nicht, bin ich raus. Und habe den so, ich will nicht sagen vom Bus geworfen, aber ich habe ihm einfach kein Alibi gegeben. Ne? Einfach nur, damit ihr da einmal Bescheid wisst, warum ich das gemacht habe. Dann nicht. Okay. Ja gut, ich war mir bis gerade nicht sicher. Passt. Der Imposter ist tot. Ja. Ja. Hahn hat gerade neben mir schon Tau getötet. Geil. 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 Ja. Danke, dass du meine Rolle verrätst. ja, ich bin jetzt natürlich super safe. Super safe. Super safe. Die Steigerung von safe ist super safe. Also Hahn hat gerade neben mir schon Tau getötet und Timmit stand auch noch einen Meter über uns gerade. Ja, das stimmt. Aber ich habe den Kill leider nicht gesehen. Vielleicht hast du den Evil Guesser getötet als Sheriff. Also entweder er spielt auf Sheriff oder einfach reingehalten. Das würde aber heißen, dass schon Tau nicht Imposter ist und aus meiner Sicht sind das Zufälle, wenn und abers. Weil dann müsste ein Morphling drin sein, der Chantau gemorpht hat, und Hahn müsste es jetzt ausnutzen, ist dann aber nicht der Imposter. Chantau war Crewmate. Aber aus meiner Sicht keinen Sinn. Die Frage, ob ein Evil Guesser drin ist. Ich davon aus. Ja, dann call ich einfach mal meine Rolle und dann gucken wir einfach, oder? Mhm. Ja, mit Engineer. Würden sie doch einfach Hahn raushauen, wenn der Chef. Ja, deswegen, ich weiß halt auch nicht, warum du mich jetzt verfeilst. Ja, außer ein Nice Guesser ist drin, ne? Ja, true. Aber dann muss der Nice Guesser das jetzt halt sagen, eigentlich. Oh, ich bin Engineer und Nice Guesser. Beides? Seit wann geht das? Nee, ich bin Engineer, alles gut.
Ich bin auch Engineer. Ich bin auch Engineer. Ich auch. Ich ah, das ist jetzt aber doof. Keine Ahnung, alle... Mann. Ich weiß ja nicht, ob wir das jetzt glauben. So... Ach, keine Ahnung. Ich bin Time Master. Also es sah schon, ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass er nicht Sheriff ist. So. Major. Major. Tim, was bist du nochmal? Tim Horus, oder was? Tim Horus, ja. Ich bin Tracker. Oh, der Hacker? Ich bin ganz normaler Crewmate. Ich renne die ganze Zeit Lumenti hinterher, weil ich sie beschütze. Mhm. Wir haben Tracker doch gar nicht mehr an. Ich würde davon ausgehen, dass eine Poste raus ist. Ansonsten wäre das sind zu viele Verstrickungen, glaube ich. Ansonsten könnten es nur Vlesk und Hahn sein. Ja, richtig. Ja. Nein, erste Runde wurde euch gesaved von Franzi und von Franz. Von Franzi und von Franz? Ja, ich war unten links nur two. Also ich bin dafür beide Kills raus aus der ersten Runde. Nein, ja, Oberbayer hätte auch irgendwo auch links gekillt worden sein können und dann war das halt ein Loverkill. So. Aber ja, oder Loverkill. Ja, aber der erste Kill war ein Loverkill, das hatte ich in der ersten Runde schon gesagt. Ja, und da hätte ja auch jemand anders noch töten. Ach, egal. Egal. Irgendwie habe ich Tim Horus-Vibes. Oder? Lumenti dead. Lumenti dead. Wo denn? Oh nee, und du hast sie die ganze Zeit beschützen wollen, Tim, ey. Ja, ich wollte nicht, dass sie als Erste stirbt. Morus und Lumi sind das Ganze drum rumgelaufen, oder? Ja, ja, letzte Runde. Wer ist denn gerade unten links in O2 reingelaufen? Ich. Ah, guck mal, die Leiche liegt direkt hinter dir. Das ist jetzt natürlich weird. Ja, geil, cool. Mhm. Ja, dann bin ich Imposter, scheiße. Juju, wo bist du gerade? Ich bin rechts, Admin rein, Office rein, an Lifeline. Ich war davor in Lab. Wo sind die anderen alle? Kurz. Warum? Ich, Timmet und Flesk. Ja. Wer sagst du? Ja, wir sind gerade zu dritt rumgelaufen, haben Lichter angemacht und sind wir über Storage gerade. Genau. Also. Ja, ich war im Lab oben, hatte noch drei Tasks, jetzt habe ich noch meine Storage-Task, dann bin ich fertig. Und dachte mir, beim Storage-Task sterbe ich, weil der Lights noch aus waren. Dann bin ich zum Admin gegangen, an Lifeline. Und danach wurde schon reported. Ihr habt sie nicht von da kommen sehen, wenn ihr über Dings gelaufen seid, gerade zu dritt. Nee, wir sind ja rechts lang. Also, wir haben Light gefixt und dann rechts. Ich glaube, Timid ist unten Timid lang. Timid kam als letztes, der wir theoretisch gemacht haben. Aber der war auch schon relativ früh in Electrical. Ja. Aber wenn ihr drei gelaufen seid, dann kann ja den Kill nur Tim Horus oder Bart gemacht haben. Oder ich natürlich, aber... Mhm. Aber würde Bart reporten. Aber glaubt ihr jetzt ernsthaft, dass wir einen Imposter raus haben? Ich weiß nicht. Also, sagen wir es mal so, die Wahrscheinlichkeit, also es hätte nur kein Imposter sein können bei Chantau, wenn Vlesk und Hahn lügen. Wenn aber Timid nach den beiden gekommen ist und bestätigen kann, dass die beide nicht den Kill gemacht haben, dann fällt dieses Vlesk-Hahn-Duo als Imposter raus. Ja, wir können aber trotzdem hier voten, dann haben wir ja einen raus. Wenn wir nochmal an die erste Runde denken, wo der Loverkill, wenn wir davon ausgehen, dass die fünf Leute, die sich raus, links gecovert haben, da war Hahn raus, ich war in der Lifeline, ich hab den Loverkill gesehen, der Einzige, der überbleibt aus meiner Sicht, ist Timid tatsächlich. Wenn Chantau ein Imposter war und schon raus ist, Sicherheitswort ist trotzdem noch Timid in meinen Augen. Nee, ich glaube Tim Horus. Ich glaube Tim Horus. Tim Horus. Timid. Ich bin mit dem. Nee, Tim Horus. Tim Horus. Warum denn hier, Mann? Tim Horus ist, wenn Chantau falsch war, dann fliegen wir mit. Oh, fuck, no. Ich hatte halt auch keine Zeit zum Reden. Das war stupid. Ja, deswegen habe ich mich immer so aufgeregt in den letzten Malen, wo ich beschuldigt wurde, Tim, weil du ansonsten nicht zu Wort kommst. Okay, muss ich auch machen. Ja, mach das einfach. Bisschen mehr Toxicity, bitte. Ihr kleinen Lammerschweine. Einfach reinhalten. So, und jetzt kommt der Casus Knactus. Ich war mir tatsächlich bis zum Wort auf Tim Horus nicht sicher, ob es Timid oder Tim Horus ist. Was ich jetzt hier gemacht habe, ist, ich habe ihn quasi die ganze Zeit im Auge behalten, den guten Timid, und er ist mir, wie ihr gerade auch gesehen habt, die ganze Zeit hinterhergelaufen. Und dann habe ich gedacht, okay, wahrscheinlich will er mich jetzt umbringen, weil er der
andere Imposter ist und nicht Tim Horus. Und demnach muss ich ihn ganz schnell töten, bevor er mich tötet. Habe ihn dann als Sheriff getötet und ja, schön Flesk dann Emergency-Meeting machen lassen. Ja, wir können jetzt noch... Hey, er war gerade noch über Solch bei mir und ist dann zum Licht gelaufen und ich habe noch schnell eine Storch-Task gemacht. Ja, er hat mit mir Electrical gefixt. What? Ja? Er ist neben mir gestorben. What? Wie, er ist neben dir gestorben? Ich hab Electrical gefixt. Ich bin derjenige, der gerade Electrical gefixt hat. Und Timmit stand da auch. Ach ja. Dann muss es Schuschu sein. Richtig. Weil Blesk am Button ist. Ich naja, am Button, du hast ja vorhin, du bist doch Sheriff, oder nicht? Ich bin Sheriff. Oder, nein, ich oder bin. Hahn ist nicht Sheriff. Ich bin Sheriff. Okay, na dann. Deswegen kann ich dich rausnehmen, deswegen weiß ich auch, dass es Schuschu ist. Tschüss. Nein, okay. Warte mal, die Option, die es noch gibt, ist, er ist Imposter, hat dreckig Chantau weggemacht. Tim Horus war trotzdem richtig, wobei du hast auf Tim geholfen. Flesk hat doch bestätigt, dass ich den Kill gemacht habe. Ich kann euch mittlerweile zu 1.000.000% sagen, dass Hahn kein Imposter ist. Okay, dann und ist es wir sind bei 4 Leuten. Ja, nee, dann ist Schuschu. Wenn's Hahn nein, ist Schuschu. Ich bin immer noch Time Master. Ich call seit Runde 1, dass ich die useless Runde der Welt Schuschu, habe. Schuschu, erklär mir, wieso du nicht Imposter bist gerade. Also, ich war in der. Gut, das Blöde ist, ich sag dir, wie es ist. Erste Runde brauche ich mich nicht rausnehmen. Ich habe reported, Franz war hinter mir. Ich habe den Kill nicht machen können. Der Kill ist aber auch nicht an Jeff wahrscheinlich gefallen, sondern an Oberbayer, wie ich schon die ganze Zeit gesagt habe. In der anderen Runde, als Lumenti reported wurde, war ich allein im Lab, habe meine letzten drei Tasks gemacht, die im Lab hat und jetzt mache ich nur noch Storage. Ich habe 9 von 10, ich muss noch einmal zum Auftanken und dann links hoch. Ich habe gerade Timmit in meinem Lichtkegel gesehen, ich konnte Timmit auch rausnehmen, dass er kein Impostor ist. Irgendeiner hat auf ihn geschossen, ich bin mit auf dem Horus gegangen. Keine Ahnung, ich... Ich bin auch auf dem Horus gegangen und ich war Sheriff, was Flesk. Komm, gib mir noch was. Ich bin Crewmate, was soll ich sagen? Ist das nur Crewmate-Rolle? Nee. Was für eine Rolle hast du? Ich habe eine Crewmate-Rolle. Don't do that, Flesk, don't do that. Don't do that! Nein, ich bin nur... Ihr habt schon lange verloren. Ja. Ja, wir haben wirklich verloren. Mann, warum? Flesk, ich war's wirklich. Weil wir nicht lauer sind. Ach, das ist halt so Ey, es war so klar, Mann. Ich hab das sogar Oh mein Gott, warum? Nicht mehr wirklich, Sheriff. Ich hab Timmit gerade umgebracht. Ich habe gelogen, ich hab schon Tauben umgebracht und gesagt, Hane Sheriff. Junge, ich dachte gerade, du hast euch abgesprochen, ne? Oh mein Gott. Ich hab dich abgesprochen vorher. Oh Mann, das war die beste Runde ever für dich. Oh mein Gott. Nee, pass auf. Ich hab gerade, ich wusste, ich muss einen Button drücken, bevor Timmit Hane umbringen kann, weil ich wusste, dass. Ich hab versucht, ihn zu verkaufen im Meeting. Ich wusste, Timmit. Er wird jetzt gleich Hahn umbringen und mich töten. Und da habe ich Licht ausgemacht und gehofft, dass es wieder jemand in Time anmacht, damit ich einen Button drücken kann. Aber es war nicht schnell genug und dann drücke ich einen Button und es Timmit tot. Ich so, ich wusste in der zweiten Runde, dass ihr Lover seid. Aber ich habe euch. Also, dass Hahn da wirklich Sheriff ist, als ich die Ja, und ganz zum Schluss sollte ich eventuell doch noch einen Kommentar lassen. Und zwar hat der ein oder andere dann auch noch geschrieben: Warum hast du am Ende nicht gesagt, dass du Timmit umgebracht hast und Sheriff bist? It's pretty simple. Wir haben in der dritten Runde ja Chantau weggemacht. Also nicht ich, sondern Flesk, wo ich halt dann wusste, dass er Imposter ist. So, und wenn wir quasi 2 Sheriff-Kills machen, die auf meine Kappe gehen, in Anführungsstrichen, nämlich der Kill auf Chantau, sowie der Kill auf Timmit, würden die denken, dass ich Imposter wäre. Weil, wenn man 2 Imposter killt, zumindest mit unseren Einstellungen, hätten wir gewonnen. Und demnach habe ich einfach am Ende gar nichts gesagt, dass ich den Kill dann nicht gemacht habe. Und eine Sache, die euch eventuell auch aufgefallen ist, ich habe Flesk hat so nachgehorcht, Schuschu, was bist du für eine Rolle, was für eine exakte Rolle bist du und so weiter und so fort. Bis dahin wusste ich nicht, dass er einfach nur Zeit schinden wollte. Ich hatte tatsächlich eher gedacht, dass er Evil Guesser ist und noch auf ja, Teufel komm raus versucht, Schuschus Rolle zu guessen. Und demnach habe ich dieses Don't do that Flesk gesagt, weil ich gedacht habe, okay, er würde sie noch guessen wollen. Ja gut, Leute, das war die Lava-Runde von mir und Flesk. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Lasst gerne da einen Kommentar da. Auch zum Commentary, ob euch das gefallen hat, ob ihr das öfter sehen wollt. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein, Kinders. Peace.